Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute die 3W-Fragen. Wo erstelle ich eine Wallet? Wie erstelle ich eine Wallet? Warum mit Bitcoins handeln? Wo erstelle ich eine Wallet? Ich persönlich habe meine Wallet bei bitcoin.de erstellt und bei Qubits. Wie erstelle ich die Wallet? Ganz einfach, ihr geht auf bitcoin.de, der Link ist unten in der Beschreibung, und geht dann einfach auf Registrieren. Registrieren, eure Daten eingeben, Benutzername, E-Mail, Passwort, hier unten die kleinen Häkchen reinmachen. Wenn ihr möchtet, dass euch 0,001 BTC geschenkt wird vom bitcoin.de, macht hier unten auch einen kleinen Haken rein und ihr bekommt Bitcoins geschenkt. Der Vorteil beziehungsweise warum mit Bitcoins handeln, ist ganz einfach. Ihr seid dezentral von dem Bankensystem. Egal, was mit den Banken mal passiert, irgendeine Krise bricht aus, der Euro ist nichts mehr wert, der Bitcoin ist ein dezentrales Bankensystem, was unabhängig von der Wirtschaft gehandelt wird. Man hat es zum Beispiel vor kurzem erst gesehen, ein Mitgründer von dem Bitcoin, von Blockchain, hat gesagt, dass der Bitcoin ein Experiment war, was missglückt ist. Daraufhin ist der Kurs eingebrochen von ca. 425 Euro auf 350 Euro. Wenn das Experiment wirklich gescheitert wäre, wäre der Bitcoin bis auf Null gefallen. Jetzt ist ein Kurseinbruch zwar passiert durch diese Nachricht, aber daraufhin kam auch schon wieder eine neue Nachricht, dass der Bitcoin, so nach dem Motto, der Bitcoin ist tot, lang lebe der Bitcoin. Weil die Community lässt sich von so etwas nicht beeinflussen. Mittlerweile ist der Bitcoin so in der Community anerkannt, dass er selbstständig gehandelt wird, egal was für Nachrichten da rauskommen. Jetzt haben wir zwar den Kurs 350 Euro erreicht, sind aber auch schon wieder am Steigen auf 375 Euro. Und wenn alles gut geht, wird er den alten Kurs von 400 bis 425 Euro auch in den nächsten Wochen wieder schleunigst bekommen. Also nicht verrückt machen lassen, wenn irgendwelche Nachrichten rauskommen. Der Bitcoin wird gehandelt von der Community. Und da kommen wir auch zu der Frage nochmal, warum mit Bitcoins handeln? Viele Zahlungsprozessoren gehen einfach viel schneller mit Bitcoins. Innerhalb von Sekunden habt ihr eine Zahlung getätigt. Wenn ihr mal ganz schnell einen Zahlungsprozessor braucht, geht ihr auf Qubits. Bei Qubits ist die Registrierung auch sehr einfach. Hier oben rechts eine Registrierung starten, Name eingeben, E-Mail, Passwort, ihr bekommt dann eine Registrierungs-E-Mail in euer E-Mail-Fach und bestätigt diese. Der Vorteil bei Qubits, ihr habt eine Möglichkeit, per Webcam euch zu verifizieren. Ihr sendet zwar euren Ausweis mal ein zu Qubits, aber das dauert etwas länger. Die schnelle Variante bei der Registrierung ist einfach, Webcam anschließen, Webcam-Verifizierung anklicken und dann bekommt ihr einen Anruf von Qubits bzw. ein Partner. Dieser Partner wird euren Ausweis einscannen über diese Webcam, wird euch ein paar Fragen stellen, wird vielleicht auch einen kleinen Test durchführen, indem er einfach eure Handynummer, die ihr vorher schon angegeben habt, etwas umschreibt, euch nochmal fragt, ob diese stimmt. Kann ein Zahlendreher drin sein, dann korrigiert ihr diesen Zahlendreher natürlich, um einfach zu gucken, dass ihr auch wirklich diese Person seid. Und schon seid ihr registriert und ihr könnt direkt Banküberweisungen tätigen am selben Tag noch.
Das ist das Besondere an Qubits. Qubits hat auch keine Gebühren. Wenn ihr da drin seid und Überweisungen tätigt, es ist momentan, ob es dauerhaft so ist, weiß ich nicht, aber momentan ist es so, dass jede Überweisung kostenlos ist und diese PTC 1:1 übertragen wird an denjenigen, der das Geld bekommt. Soweit zu Qubits. Einfach und schnell. Diese Wallet auf jeden Fall mal erstellen, auch wenn ihr zum Beispiel in einem 0,001 BTC-Bereich überweisen möchtet, ist das sehr von Vorteil. Da wären wir auch schon bei dem ersten Nachteil von Bitcoin.de. Da ist es nur möglich, mit 0,05 ab diesem Wert Überweisungen zu tätigen. Kostet auch eine kleine Gebühr, wenn ihr Transaktionen da machen wollt. Ist sehr gering, ist im Cent-Bereich, aber es werden Gebühren berechnet. Der große Vorteil von Bitcoin.de, ihr könnt sehr schnellen Handel mit Bitcoins vollziehen. Ihr kauft und verkauft sehr schnell da und könnt, wenn ihr euch noch zusätzlich bei der Fidor Bank registriert, den Link setze ich euch unten in die Beschreibung, von bitcoin.de setze ich euch den Link auch unten rein, dass ihr nicht lange suchen müsst, sondern einfach nur anklicken und registrieren. Wenn ihr bei der Fidor Bank seid, ist der Vorteil, dass dieses ein Sekunden, ein Expresshandel ermöglicht. Wenn jemand die Bitcoins, die ihr da anbietet, kauft, sind in Sekundenschnelle die Transaktionen abgewickelt und ihr habt sofort das Geld und er hat sofort die Bitcoins. Deswegen tue ich persönlich nur als Sekundenhandel, Expresshandel hier verkaufen und kaufen, damit gar keine Verzögerungen passieren. Auch am besten für euch, wenn ihr nur bei Leuten kauft, die hier einen grünen Haken habt. Vollständige Identifizierung. Ja, damit gar nicht euer Geld irgendwie wegkommt oder die Bitcoins einfach wegkommen und derjenige ist weg. Habt noch zusätzlich dieses Fidor-Bankkonto erstellt. Habt mir eine Smartcard ausstellen lassen. Mit dieser Smartcard könnt ihr dann ganz normal wie eine Kreditkarte bezahlen oder als normale EC-Karte. Dazu aber mehr in einem separaten Video, wenn das gewünscht ist. Dann gebt ihr hier einen Daumen nach oben und schreibt unten in die Beschreibung rein, was ihr genau wissen wollt. Und dann mache ich zur Fidor Bank auch nochmal ein Video. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass mittlerweile in den Videos unten Fragen gestellt werden und von der Community auch direkt beantwortet. Das heißt, wenn ich mal eine Frage unten nicht beantworten sollte in dem Chat, dann beantwortet euch ruhig gegenseitig diese Fragen. Freut mich sehr. Eine komplette Registrierung werde ich jetzt hier nicht vollziehen, weil es ist echt sehr einfach. Benutzername, E-Mail, Passwort, Häkchen reinmachen, anmelden, fertig. Danach werdet ihr noch ein paar Dokumente einsenden. Vorderseite, Pass, Rückseite und eine aktuelle Rechnung von euch. Falls es erwünscht ist, in vielen Zahlungsprozessoren ist es momentan erwünscht, dass man sich mit dem Pass fotografiert und dieses Bild per E-Mail einsendet. Eine zusätzliche Sicherheit, damit keine Betrüger mit eurem Pass irgendwas anstellen können. Warum bin ich noch auf Bitcoin.de? Ich habe Poker Automatics und bei Poker Automatics habe ich monatlich momentan 20% Zinsen. Den Link setze ich euch unten in die Beschreibung rein, könnt ihr euch anmelden. Ihr bekommt für eure Anlagen 20%. Wenn ihr im Ebene 4 seid, habt ihr 19,5%, um genau zu sein, monatlich. Diese Bitcoins, die ich da erwirtschafte, verkaufe ich momentan, beziehungsweise ich lasse mir erstmal auszahlen auf bitcoin.de und verkaufe sie dort, weil der An- und Verkauf einfach super leicht ist und super schnell funktioniert. Qubits benutze ich dann für die Centbeträge, falls ich wirklich mal ganz kleine Beträge überweisen muss, dann benutze ich Qubits. Viele von euch benutzen zum Beispiel Blockchain, benutze ich persönlich jetzt nicht.
ist aber auch eine tolle Wallet. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ihr Bitcoins verkaufen könnt. Da ist sonst ein bisschen kurz wäre das Video und ich möchte euch jetzt einfach diese Anmeldung nicht komplett im kleinsten Detail zeigen. Ihr wisst, was eure E-Mail-Adresse ist, ihr wisst euer User und Passwort und ihr könnt eine E-Mail bestätigen. Das ist so einfach, das bekommt jeder hin. Darum möchte ich euch jetzt noch ein bisschen was zeigen, wie ihr Bitcoins verkaufen könnt in bitcoin.de. Ich persönlich bin jetzt schon registriert bei der Fidor Bank, habe jetzt auch schon ein paar Bitcoins, damit ihr diesen Verkauf jetzt seht. Wenn ihr in ein Auszahlen von Bitcoins zum Beispiel reingeht über meinbitcoin.de, das klickt ihr an. Das möchte ich jetzt nicht machen, weil meine E-Mail-Adresse dahinterlegt ist. Also mit meinbitcoin.de klickt ihr an, hier oben. Dann seht ihr eure Wallet-Adresse. Das ist eure Adresse, beziehungsweise dies hier ist meine Adresse. Wenn jemand was spenden möchte, kann er das auf diese Wallet gern tun. Nur so aus Spaß. So, da seht ihr eure Wallet, nur damit ihr das schon mal wisst. Dann das Wichtigste, An- und Verkaufen. Kaufen ist wesentlich einfacher. Ihr klickt auf Kaufen, gebt euren Betrag ein, wie viel Bitcoins ihr von diesem User kaufen möchtet und klickt auf Kaufen. So, fertig, seid ihr. Dann, vielleicht für viele, die das nicht wissen, das wusste ich auch am Anfang nicht, was sind diese Klammerzahlen? Die Zahlen, die hier in Klammern sind. Das ist die Mindestmenge, was dieser User verkaufen möchte. Das heißt, ihr könnt von diesem User jetzt nicht einfach mal so 0,1 Bitcoin kaufen, sondern er möchte das mindestens 0,99. Ihr könnt diesen gesamten Betrag, was er verkauft, natürlich kaufen, aber mindestens 0,99 und bei diesem wäre es jetzt 0,1. Ja. Nur so als kleine Erklärung. Oder dieser User zum Beispiel hat 3,7 und möchte auch alle 3,7 auf einmal verkaufen. Nur so als Info, weil ich es auch am Anfang nicht gewusst habe und mich immer diese Zahlen in den Klammern irritiert haben. Kommen wir zum Verkaufen. Ihr gebt zum Beispiel jetzt hier eure Anzahl ein, wie viel Bitcoins ihr verkaufen möchtet. Ich gebe das jetzt mal komplett ein. Kopiere ich hier rein. Dann gebe ich meinen Kurs ein, was möchte ich denn oder wie viel möchte ich mindestens pro Bitcoin haben. Dazu gehe ich nochmal auf den Marktplatz oder auf Home und guck mal, was momentan der Bitcoin so im Kaufen wert ist. Nicht im Verkaufen, sondern im Kaufen. Daran sehe ich jetzt zum Beispiel 378 Euro pro Bitcoin wird momentan gehandelt. Wenn ich jetzt unter diesen Top 6 hier oben sein möchte, muss ich einfach meine Summe anpassen. Ich möchte nicht zu günstig verkaufen, ich möchte aber auch nicht zu teuer sein, damit sie noch gekauft werden. Also würde ich jetzt hier zum Beispiel das Mittelfeld auswählen von 379 Euro pro Bitcoin. Das machen wir jetzt auch mal. 379 pro Bitcoin. Dann mache ich standardmäßig hier meinen Haken rein, dass nur die Angebote gemacht werden, die mit meinem Level auch möglich sind. Nur Angebote von vollständig identifizierten Käufern anzeigen. Dass die nur bei derselben Bank wie ich sind, das muss nicht sein. Aber nur Angebote anzeigen mit über Expresshandel verfügen. Das klicke ich immer an, weil ich immer nur Expresshandel mache. Dann klickt ihr auf Angebot für Käufer anlegen. Dann habt ihr nochmal einen Überblick. Jetzt wäre hier möglich Expresshandel und Standardüberweisung. Ich mache es momentan so, nur Expresshandel. Dann seht ihr hier nochmal die Gebühren, die anfallen für den Verkauf. Überprüft hier oben die Euros nochmal. 379 Euro pro Bitcoin. Mindestanzahl BTC, mache ich dieselbe Summe. Ich könnte jetzt auch weniger angeben, aber das sind so wenig, die kann ich alle auf einmal. Ich denke mal, die wird derjenige haben, der sie kaufen möchte. Dann
Sitz der Bank, des Käufers, klicken wir an Automatik, haben wir ein Häkchen drin und nur vollständig identifizierte Käufer zulassen. Klicken wir auch an. Dann geht ihr einfach nur auf Speichern. Ach so, vielleicht hier noch das Ablaufdatum 24.02.2016. Ist ziemlich lang, könnt ihr auch abändern. Ich lasse das meistens komplett alles so stehen. Im Notfall kann man den Verkauf auch wieder löschen, falls es erforderlich ist. Speichern das Ganze und schon ist euer Verkauf online gegangen. Jetzt sehen wir zum Beispiel, wenn wir hier die Seite aktualisieren. Ja, nach der Aktualisierung war mir leider das Aufnahmeprogramm abgeschmiert. Jetzt kann ich euch es leider nicht mehr zeigen, wie es hier drin gestanden hat. Es hat dann beim Kaufen hier in der Liste gestanden. Das kann ich euch leider jetzt nicht mehr zeigen, weil mittlerweile, bis ich das gemerkt hatte, hatte schon jemand meine BTC gekauft. Wie auch immer, nach der Aktualisierung seht ihr eure BTC hier in dieser Liste stehen und das Kaufen ist bei euren Sachen dann durchgestrichelt. Ja, sorry, dass ich das euch jetzt nicht zeigen kann, weil mir das Programm abgeschmiert ist und ich es zu spät gemerkt habe. Wenn noch Fragen dazu sind, schreibt es unten in die Kommentare. Ich antworte dann soweit. Wenn weitere Videos gewünscht sind, gebt einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr neue Videos nicht verpasst. Und ich würde mich über ein Feedback von euch sehr freuen. Und jetzt viel Spaß damit und tschüss.